zwei Brother Forts, Bruder. Und das ist gerade das Anfang. Und ich habe zwei Brother Forts. Jetzt von mir. Da wascht mich ja richtig. Was willst du? Hier. Doch hoch, du kannst mit dem einen Sprung hochkommen. Ist doch nur Spaß, mein da raus. Oh, wer denn noch? Schmeißt mich ja noch jemand. Das war abgehauen. Das war der andere Typ da hinten. Muss ich auch nochmal ganz schnell umbringen. Der hat wenig Leben. Was, der hat die Minis nicht genommen? Och. Neue Waffe. Das ist eine neue Waffe, oder? Jetzt habe ich mal zweimal die neue Waffe, aber Double, diese neue Waffe geht leider nicht. Mann! Das war richtig nice, die in Double, Digga. Jetzt mal die Double gespielt, Bruder. Alles auseinandergenommen. Hättet ihr dann die Gameplays von den Spielern dann angeguckt, dann hättet ihr mit dem, wäre das Double davon, wäre das so, dann würde auch tausende kranke Clips rauskommen, wo jemand sehr wahrscheinlich einfach BAM macht, 199er, BAM, 199er, fertig. Oder ganzen Squad mit führen, mit den ganzen Tonorten schauen. Wären es diese Waffe in Double gewesen. Bruder, die Typen hätten jeden Scheiß auseinandergenommen. Alles, was da steht, ist einfach sein Wissen fertig.
Besonders bei Tiffy oder Ninja. Diese Waffe ist einfach zu stark. Die macht und ist auch eine praktisch eine Heavy, aber auch sehr laut. Es ist noch lauter als Heavy, was schon krank ist. Es ist noch lauter als eine Heavy. Heavy ist schon laut. Oder eine Tech ist auch sehr laut. Aber die Waffe ist einfach noch lauter. Und zwar viel lauter. Und durch dieses Geräusch dann, das macht richtig, wenn man das auf volle Pulle antwortet. Was? So sieht es aus, wenn man das sich anhört auf volle Lautstärke. Oh, Ohrenschmerzen, Digga. Richtig Ohrenschmerzen. Ich mal in Solo die neue Waffe, ne? Ist ja nice. Und immer nicht in Solo. Früher war irgendwie meistens so Whiskey Wild Lama, ne? Kennt ihr das? Früher war da immer so, dass so oft bei Whiskey Wild Lama. Das ist ja schon krank, wie oft das da war. Noch jemand. There was a monster weapon. Das zerstört ja jeden. 110er Headshot. Oh, ist diese Waffe echt lecker. Zweite Heavy, Digga. Die Waffe ist echt zweite Heavy. Ihr müsst keine Heavy mehr benutzen. Hier ein Auswechsel für die Heavy. Ich glaube, Heavy gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Oder? Ich glaube, ja, doch, also doch, das gibt es noch. Aber im Vergleich
diese Waffe und eine Heavy. Diese Waffe ist 20 mal besser als Heavy. Echt. Die Waffe macht, wenn du vor jemanden perfekt stehst, macht sie immer 105. Oh. Und wenn du dann mit der Heavy im Nahkampf vor jemanden stehst, machst du pro Hit, also pro normaler Hit, 75 Schaden. Auch nicht viel. Dafür braucht man dann 3 Schüsse und bei der Waffe, bam bam, fertig, im Nahkampf 2 Schüsse, ohne Headshot gleich tot, im Nahkampf. Na Bob, mache ich noch wieder. Wenn ich gewinne, mache ich auf jeden Fall die Tenner Bob. Und das auch schon wieder. Noch ein Taschenriss mit Absicht dabei, damit er sich nicht an die Lampe verhandelt. Ja. Ich wusste es. Noch irgendwas dabei. Mann! Mann, ich wollte random Schuss machen. Dann aus Glück treffen. Ey. 100% sein Platz ist wieder in einem Bau. Und zwar zu 100%. Das wird ein fetter Baum sein. Da ist er. The final pussy.
final pussy. Ist das ein Geräusch? Ach so, weil es da drin eingebackt ist und dazu noch richtig kaputt ist. Also wegen das Auto so kaputt ist. Okay. Alter, Hauscamper. Oder war Bergcamper? Das stellt sich jetzt die Frage. Hauscamper oder Bergcamper? Oder der Typ läuft irgendwo in der offenen rum und ich, nur ich sehe ihn nicht. Mehr gucken. Der Typ nicht da oben ist, oder sich verkämpft. Am besten wäre, er verkämpft sich. Stattdessen er auf dem Berg ist. Ja, er verkämpft sich. Monster 1000, ja 1000 Sieger. 12 Kills auf. Hab doch gesagt, safe Tenner Bob. Safe.